Hallöchen, liebe Leute, willkommen zurück zu einem weiteren und schönen neuen Part von Link's Awakening. Jo, wir haben ja jetzt den sechsten Tempel geschafft und müssen hier, haben uns den letzten Part noch umgeguckt. 20 Rubine, ja toll, cool. Und ich habe gerade vorhin ein bisschen überlegt, wie kann man das hier schön ändern, also dass man hier wirklich komplett alle Truhen öffnet. Aber irgendwie habe ich es nicht hingekriegt, weil es irgendwie ein bisschen scheiße schwer ist. Und ja, was machen wir denn jetzt mal? Wir gucken uns noch ein bisschen um. Aua. Ah, ich bin ja fast tot. Du hast eine Zaubermuschel. Warte mal, hier muss doch irgendwas. Ja, Feines bekommt man. Bevor ich mich jetzt hier ein bisschen blöd anstelle, beam ich mich mal wieder vorsichtig zum nächsten Punkt, wo wir hin müssen. So, da sind wir auch schon. Jetzt muss ich nur noch schnell noch ein bisschen schaufeln, also ein bisschen Herzen sammeln. Ihr wisst ja, ich bin ja fast tot. Warte mal. Schade, dass man hier nicht so die ganzen Bomben wieder aufsammeln kann. Wie bei Skyward Sword. Das Neue. Wäre richtig cool, wenn man das auch irgendwie noch aufheben könnte und dann wieder zurückstecken könnte. Aber es geht ja leider nicht. Ja, jetzt brauche ich sowieso den Armreif. So. Ah, hier war das Hexenbällchen von der alten. Ich hoffe, ich laufe gerade richtig. Ja, ich glaube, ich laufe richtig. Ja, ich bin richtig gelaufen. Cool. Ah, Herz. Herz. Hier müsste es eigentlich irgendwo gewesen sein, wo unser nächster Punkt... Ja, da ist er ja. Ich bin fast falsch gelaufen, aber nur fast. So, hier hin. Jetzt müssen wir hier an diesem Para-Octorox vorbei. Uah, das war gerade knapp. Mit einem gezielten Sprung dann darüber. Klappt das überhaupt? Mal gucken. Nee. Ach, warte mal. Mit einem gezielten Sprung war schon fast richtig. Ah, nein! Ja! So. Und nun. Ach nee, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Zack, und zack, zack, nein, zack, ja. So, fangen wir mal mit dem... Geht mir aus dem Weg. Ach nö, jetzt krieg ich hier die ganze Zeit jetzt mit der Macht. Ah, egal, fangen wir an. Falscher Weg, zurück zum Start. Achso, das ist der Start hier. Hier entlang. Das ist das erste Schild. Hier nach rechts, bitte. Nach unten. Ah, dann ist das hier das nächste. So. Nach links, bitte. Ah! So. Cool, ich bin gleich tot. Ach, wie schön ist das denn? Nach oben, bitte. Danke! Jetzt steht das Viech da. Nein! Ach, wie herrlich ist das denn? Warte mal. Ach, nö! Ist hier irgendwas zum Heilen? Ich ein paar Herzen. Herrlich. Komm schon, Herzen.
Endlich. Ah, war klar. Alles nochmal von vorne. Ach nee, weil sowieso ist das Falsche. Das nächste wäre dann... Das ist da gewesen. Scheiße, nochmal. Okay, also. Hier entlang. Dann da lang. Das machen wir jetzt nochmal ganz schnell. Zack, und dann da lang, bitte. Das Viech ist ja sowieso falsch hier. Falsche Schlange. So. Da lang, bitte. Danke. Ich brauche mal wieder das Schwert hier. Es ist mir jetzt egal, ob es auf der falschen Seite ist. So. Da lang, bitte. Zack, und vorbei. So, jetzt müssen wir... Ah ja, das hier. Da lang, bitte. Dann wieder nach unten. Ach, ist das schön. Dieses schöne Rätsel hier. Dann da lang. Dann nach oben. Yay! Wir kommen dem Ziel immer näher. Dem Rätsel. Dann nach... links wieder mal. Nach unten. Dann nach rechts. Ach, scheiße! Nein! Nochmal. Da lang bitte, da lang bitte, da lang bitte. Ja, ja, ja. Ich bin doch blöd. Da lang. Da lang. Das, der meinte das da an der Seite da. Also das. Da lang bitte. Ach, der Part wird so toll heißen. Da lang. Dann da lang bitte. So, jetzt müssen wir da oben. Ja, jetzt müssen wir da lang. Ja, jetzt müssen wir nach unten. Jetzt müssen wir nach rechts. Nach oben. Dann nach links. Dann nach unten. Dann nach unten. Das ist das Letzte. Toll, du hast es geschafft. Jetzt musst du nur noch nach rechts. So. Und hier kriegen wir was Tolles. Und hier sehen wir auch einen alten Bekannten aus Super Mario Bros. 2. Was eigentlich nicht wirklich Mario Bros. 2 ist, aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. Das ist der gute Wart, der Endboss dieses Spiels, der ebenfalls in einer Traumwelt lebt. Und den quatschen wir mal an. Ich bin Wart, der Musikfrosch, aber das weißt du ja. Willst du unsere neueste Komposition hören? Es kostet dich nur lächerliche 300 Rubine. Na klar, 300 Rubine sind doch voll lächerlich. Was ist, Alter? Gut, okay. Nimm mein Geld. Na, lass mal hören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Danke, vielen Dank, Muang. Jetzt kannst du also den Kröten-Rap. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter. Selbst leblose Gegenstände. Spielst du diese Melodie, wird sich manches in deiner Umgebung etwas lebendiger fühlen. So, das war unser Hinweis, wo wir als nächstes hingehen müssen. Sorry, Schleimi, wollte ich nicht. So, hier geht's nun weiter. Ach, das war knapp. Aha, habt ihr das gesehen? Aua. So, dann wollen wir mal gleich
alles bereit machen für das, für den nächsten Tempel. Ach, Entschuldigung. Weg. Yay! So, dann rüsten wir uns mal mit dem neuen Gesang aus und ein toter Vogel. Hi Vogel. Leb mal. Seine Seele kommt zurück. Und? Na? Der Vogel lebt wieder. Wow, der Gockel lebt ja wieder. Und jetzt scheint er auch zu sein. Na, Gockel. Das wollte ich jetzt gar nicht. Und der verfolgt uns jetzt die ganze Zeit. Ach, ist das nicht schön. Mit dem können wir sogar fliegen. Komm zurück, Gockel. Braver Gockel. So, was machen wir denn jetzt? Ach ja, ich hole erstmal was. Tennis Field plus Kraftball plus Abs. Da hat jeder verstanden. Ich wollte gerade was anderes sagen. Und zwar, was machen wir jetzt? Soweit ich mich erinnern kann, gibt es einen Ort hier, woran du nur kommst, wenn du diesen Gockel hast. Wenn ihr jetzt wüsste, wo der ist. Ey, der wollte gerade meinen Gockel angreifen. Der wollte meinen Gockel angreifen. Geht doch. Wir müssen nur mal gucken, wo das war. Oh. Ui. Wo war denn der Ort? Ich weiß es nicht. Hier war der doch. Haha. So. Ich hab's vollkommen vergessen, dass man hier nur mit dem Gockel rüberkommt. Sonst kommst du hier nicht mehr rein. Du hast eine Muschel. Wenn du genug gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Wir haben eine Muschel. Yay! Eine Muschel! Ist das nicht klasse? Wir haben eine Muschel. Ich finde das toll, eine Muschel zu haben. Ist das nicht toll? Was sagt ihr dazu? Ich hab eine Muschel. Ist doch toll. Talala. Talala. Ich hab eine Muschel. Okay, jetzt höre ich, muss ich aufhören. Sonst. Kuh, schaltet ihr weg, dass ich nur Muschel singe. Oder sonst irgendwas. Ich hab keine Ahnung, ich kann nicht singen. Aber ich wollte noch was holen. Oder besser gesagt, ich will was ausprobieren. Weil es gibt hier einen Typen, könnt ihr euch erinnern, der Zora hat uns ja was gesagt, dass es einen Typen gibt, mit dem wir quatschen können und dann was bekommen. Und genau zu diesem Typen will ich jetzt mal hingehen, der ist ja hier am Strand. Und der gibt uns einen Gegenstand, also der tauscht mit uns. Und zwar nur mit dem Gegenstand, den wir auf B haben. So. Und da ich ja mein Schwert nicht verdingsen will und auch nicht mein Kraftarmband und so alles, will ich mal probieren, ob ich die Bomben tauschen kann. Wenn ich die Bomben tauschen kann, ey, das wäre genial. Da muss ich gucken, ob ich dann nochmal Bomben kriegen kann. Weil wenn ich keine Bomben mehr bekommen kann, dann habe ich eine A-Karte. Deswegen werde ich mal Folgendes probieren. Und gucken, ob das funktioniert. Nee, warte nicht. Ich muss weiter unten laufen. Ich muss am Strand laufen. Hier ist der Typ. So, jetzt mache ich... Jetzt machen wir im nächsten Part. Weil wir sowieso fast an der Zeit sind. Und jetzt sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen wieder. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.